Schlagermauer TV. Die ultimative Antwort auf Medienlügen und Lügenmedien. Nach der Wahlniederlage Hillary Clintons suchen demokratische US-Politiker und Geheimdienstler nach Gründen für das Wahlergebnis. Ein Schuldiger ist schnell ausgemacht. Russlands Präsident Putin muss mal wieder herhalten. Die deutschen Leitmedien bewegen sich postwendend im selben Fahrwasser dieser Argumentationslinie. So schreibt der Spiegel am 9. Januar 2017 als felsenfeste Behauptung: Der russische Cyberangriff in den USA ist ein Skandal. Während die Bild am 8. Januar 2017 titelt: Kreml-Chef ließ US-Wahl manipulieren. Stichhaltige Beweise für diese knallharten Anschuldigungen haben jedoch weder westliche Politiker noch Medienvertreter bislang vorlegen können. Demgegenüber legt der Computersicherheitsexperte John McAfee eine gewichtige Gegenstimme der IT-Branche vor. John McAfee ist bekannt für das gleichnamige Antiviren- und Sicherheitsprogramm McAfee Antivirus. Er kommentiert die besagten Vorwürfe der Politiker und Medien wie folgt. Das ist Propaganda, die die amerikanischen Bürger zur Wut auf Russland aufhetzen soll. Und hier ist das Problem, weswegen es auf keinen Fall ein Staat gewesen sein kann. Denn beim DNC-Hack, also dem Cyberangriff auf das Hauptquartier der Demokratischen Partei in den USA, wurde eine Software eingesetzt, die 1,5 Jahre alt ist. Und seitdem gab es eine Menge Updates. Das heißt, McAfee schließt aus, dass der russische Geheimdienst eine längst überholte und fehlerhafte Software nutze, gegen die es auch bereits Sicherheitsprogramme gibt. McAfee weiter. Das wurde von irgendwo von einem unabhängigen jugendlichen Einzeltäter gemacht, der sich die Software heruntergeladen hat. Dieser hat das offenbar vor 1,5 Jahren heruntergeladen und keine Updates durchgeführt. Das ist kein organisierter Hack. Und ganz bestimmt hat das kein Nationalstaat getan. Auch wenn McAfee hier keinen hundertprozentigen Gegenbeweis erbringt, zeigt er doch eine haarsträubende Diskrepanz auf, peinlich für Politiker und Medien. Der vermeintliche Putin-inszenierte Hackerangriff konnte von jedem Jugendlichen oder Laien durchgeführt worden sein. Das entlarvt deutlich, um was es sich bei den westlichen Vorwürfen zu einem russischen Cyberangriff handelt. Spekulation und volksverhetzende Propaganda. Hackerangriff auf die USA. Was denn nun als glaubwürdig zu erachten ist und was nicht? Am vergangenen Freitag, dem 6. Januar 2017, legten die US-amerikanischen Geheimdienste CIA, FBI und NSA der Öffentlichkeit die auf 25 Seiten gekürzte Fassung eines Untersuchungsberichtes vor. Nach Einschätzung des Berichts habe der russische Präsident Wladimir Putin Hackerangriffe auf die USA angeordnet, um den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Bei den Hackerattacken auf Computer des Parteivorstands der Demokraten und des Stabs von Clinton seien E-Mails gestohlen worden. Anschließend seien diese von der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht worden. Die etablierten Leitmedien ließen unmissverständlich durchblicken, dass der neueste Untersuchungsbericht der Geheimdienste als glaubwürdig zu erachten sei. Moskau hingegen wies die Vorwürfe zurück. WikiLeaks-Gründer Julian Assange bestreitet ebenfalls eine Beteiligung staatlicher russischer Stellen. Es steht Aussage gegen Aussage. Denn die Informationen der amerikanischen Geheimdienste lassen sich nicht unabhängig überprüfen, worauf selbst die Leitmedien hinwiesen. Klar ist, dass in dem 25-seitigen Bericht keine Beweise vorgelegt wurden. Die Rede ist einzig von "Wir gehen mit großer Sicherheit davon aus". Als wie glaubwürdig muss nun eine solche Behauptung, Putin soll Wahlbeeinflussung in den USA angeordnet haben, erachtet werden? Gibt es zuverlässige Merkmale, anhand derer zwischen glaubwürdig und unglaubwürdigen Einschätzungen unterschieden werden kann? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich Klagemauer TV in dieser Sendung. Doch lassen wir zuerst die etablierten Leitmedien selbst zu Wort kommen, die die Geheimdienste als glaubwürdig erachten. In der Radiosendung Rendezvous vom 6. Januar sprach das Schweizer Radio SRF mit dem investigativen, das meint genau untersuchenden Journalisten Hans Leyendecker.
Dieser war lange Leiter des investigativen Ressorts der Süddeutschen Zeitung und schreibt seit kurzem als freier Mitarbeiter. Was gegen die Glaubwürdigkeit der Geheimdienste spricht? SRF erinnert an die manipulierten Informationen seiner Zeit im Irak. Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Und fragte Leyendecker, wie einfach oder wie schwierig es denn für die Geheimdienste generell sei, Material zu manipulieren. Leyendecker wörtlich? Das ist relativ einfach. Es gibt eine Menge von Fällen, in welchen Geheimdienste Originalmaterial verwenden, aber dann in dieses Material etwas hineinschieben, was die Geschichte anders aussehen lässt, sodass 80% von dem, was man hat, tatsächlich stattgefunden haben und 20% erstunken und erlogen sind. Da NSA-Chef Michael Rogers gesagt habe, Beweise hätten sie keine, aber Hinweise, fragte SRF, ob es da auch um Meinungsmache gehe. Leyendecker wörtlich? Bei Geheimdiensten geht es immer auch ein Stückchen um Manipulation und um Desinformation. Das war schon immer so. Was für die Glaubwürdigkeit der Geheimdienste spricht? Beweise sind es jedenfalls nicht. Und im Grunde genommen ist es auch nur ein Merkmal, das Leyendecker vorbringt. Es sei die Beharrlichkeit, mit der die Geheimdienste darauf hinweisen, die zeige, dass wir davon ausgehen können, dass die Informationen aus Sicht der Dienste in diesem Fall glaubwürdig seien. Oder mit anderen Worten, es sei die Heftigkeit, mit der die Dienste sagen, Russland sei für die Hackerangriffe verantwortlich, die darauf hindeuten, dass sie für die Welt der Geheimdienste sicher seien. Kann es nun wirklich sein, dass ausgerechnet Beharrlichkeit und Heftigkeit die Glaubwürdigkeit der Geheimdienste bestätigen? Beharrlichkeit und Heftigkeit erwiesen sich in der Vergangenheit höchstens als hinterhältige Meinungsmanipulationen, wenn es darum ging, ein unliebsames Staatsoberhaupt wie seinerzeit Saddam Hussein, Libyens Führer Muammar al-Gaddafi oder den jetzigen Präsidenten Syriens Bashar al-Assad der übelsten Verbrechen zu bezichtigen. Doch Beharrlichkeit und Heftigkeit ohne nachweisbare Beweise sind wie ein Kartenhaus, das früher oder später einstürzen muss. So zum Beispiel in Syrien nach der Befreiung Aleppos durch die syrischen Regierungstruppen. Mehrere Augenzeugenberichte vor Ort entblößen die westlichen Einschätzungen über Assad als unglaubwürdig und unwahr, wie Klagemauer TV in mehreren Sendungen darlegte. Deshalb sind Einschätzungen oder Behauptungen, die einzig auf Merkmale wie Beharrlichkeit und Heftigkeit beruhen, ohne nachprüfbare Beweise oder namentlich genannte Augenzeugen, auch in Zukunft als unglaubwürdig zu erachten. Zudem sind auch Medienstellen wie in diesem Fall SRF und ein sogenannt genau untersuchender Journalist wie Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung, die der Öffentlichkeit solche mageren Argumente als glaubwürdig präsentieren, in Frage zu stellen. Klagemauer TV. Die ultimative Antwort auf Medienlügen und Lügenmedien. Die Lüge der Hauptmedien beginnt bei der Vortäuschung ihrer Vielfalt. Obgleich sie sich doch bald weltweit in nur noch einer Hand befinden. Durch konsequente Unterdrückung von Gegenstimmen erhalten sie ihre Lügen aufrecht. Doch immer mehr durchschauen den Schwindel und kündigen die Abos. Die ganz großen Meinungsmacher allerdings lassen sich nicht so leicht abschütteln. Sie erhalten sich mittels Zwangsgebühren zumindest technisch weiter am Leben. Klagemauer TV dagegen arbeitet seit 2012 ehrenamtlich und unentgeltlich für Sie. Und dies in 90 Studios mit über 170 Moderatorinnen und Moderatoren in 37 Sprachen und einem Sendegebiet von 212 Ländern. KlarTV, Ihre weltweit größte Nachrichtenkette für unterdrückte Gegenstimmen. Schon in den ersten 2 Jahren produzierte KlarTV über 5000 klarstellende Sendungen. Dazu 30 Dokumentarfilme und vieles andere mehr. All diese Produkte haben bleibenden Wert. Klagemauer TV ist gleichsam Ihr geistiges Fitnesszentrum. Machen Sie daher Ihre Meinung fit, indem Sie unsere Sendelisten durchstöbern und unsere wichtigsten Sendungen und Filme immer und immer wieder studieren. In der Weiterverbreitung unserer Produkte durch Sie liegt unser einziger Lohn. Besten Dank! Hey! Schau, das ist KlarTV. Wow, das ist meine Nummer 1. Ja.
Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.